zwei Jahre her seit dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini, die zum Auslöser landesweiter Proteste im Iran wurde. An der Spitze der Proteste waren Frauen, die Jugend, Studierende und marginalisierte Gruppen wie Kurdinnen und Belutschinnen. Und während Jina im Polizeigewahrsam aus ihrem Koma nicht erwacht ist, hat ihr Tod die Frauen und die jungen Menschen im ganzen Land geweckt. Ihr Tod hat ihnen vor Augen geführt, dass sie Position beziehen müssen, dass Schweigen nicht reicht. Ihre Geschichte hat für sie dokumentiert, es genügt nicht, sich der herrschenden Ordnung zu fügen, um Sicherheit und körperliche Unversehrtheit garantiert zu haben, zu gewährleisten. Sie hatte ein Kopftuch und war dennoch der Willkür des Apparats ausgesetzt. Jina stand noch am Anfang ihres Lebens und hat das Recht auf ein ganzes Leben nicht erfahren. Sie hatte keine Chance auf die Verwirklichung ihrer Lebensträume. Und deswegen, kaum verwunderlich, waren es vor allen Dingen die mutigen Frauen, die jungen Menschen der sogenannten Generation Z, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, den universellen Aufstand vorangetrieben haben, an dem letztlich generationsübergreifend, geschlechterübergreifend, ethnieübergreifend Proteste im ganzen Land stattgefunden haben und die vor allen Dingen dafür gewirkt haben, dass sie gesagt haben, wir die Verschleierung von Unterdrückung erteilen wir eine Absage. Sie haben sich frei gemacht von Körpersymbolen der Repression. Sie haben ihre Haare abgeschnitten, ihre Schleier weggeworfen, getanzt und gemeinsam gesungen für die Freiheit. Bo Azadi, Badai Azadi. Die insbesondere feministischen Proteststimmen haben die ganze Welt erreicht und auch Widerhall gefunden, sodass weltweit Zeichen der Solidarität gesetzt wurden. Und im vergangenen Jahr wurde Jina Mahsa Amini und der Bewegung Frauenleben Freiheit der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments verliehen. Was bleibt von all dem nach zwei Jahren? Ich wünschte mir, dass es nicht nur Lippenbekenntnisse wären, die zu vernehmen sind und die immer leiser und rarer werden. Und ich wünschte mir, dass es diese Erinnerung an nach zwei Jahren nicht zu einer Folklore der Erinnerung wird, sondern dass wir nicht vergessen, wir sprechen nicht über eine Vergangenheit, die nur noch leise bedacht wird. Wir reden über die Gegenwart, über das Jetzt. Wir sprechen in der Gegenwart über eine politische Repression, die beständig ist. Laut Angaben von Amnesty International sind Presse- und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Es besteht kein Recht auf faire Gerichtsverfahren. Kontrollen, Razzien und Festnahmen sind gängige Mittel, um die Menschen im Iran unter Druck zu setzen. Es gab so viele Festnahmen und Hinrichtungen wie nie zuvor, so die Nachrichtenagentur Hangau. Und auch nicht Vergangenheit, sondern aktuell ist es immer noch die Sehnsucht der Frauen und der jungen Menschen nach Freiheit und Gerechtigkeit. Sie haben Hoffnung und sie sind mutig und entschlossen, trotz Drohungen und Einschüchterung für Freiheit und Veränderung zu kämpfen. Die Generation Z sind junge Menschen, die informiert sind, die vernetzt sind, die bereits nach 45 Jahren Islamische Republik eine Gegenkultur leben und andere Beziehungsverhältnisse fordern. Die Beziehungen zwischen dem Staat und den Bürgerinnen, zwischen Frauen und Männern bzw. den Geschlechtern, zwischen Arm und Reich. Die Generation Z stößt mit ihren Forderungen auf Resonanz, weil sie zu einer globalisierten Generation gehört, die mit Satelliten, Internet und Social Media aufgewachsen ist. Sie sehen die Welt, sie kennen die Welt, sie wollen nicht isoliert sein und sie wollen ein Teil davon sein. Und angetrieben durch einen eben seit Jahrzehnten verbesserten Zugang eben zur Außenwelt, sagen sie und wagen sie, ihren Träumen Ausdruck zu verleihen und diesen Status quo der Repression anzuprangern. Und sie fordern grundlegende Freiheiten, die Freiheit, sich zu äußern, zu reden, zu denken, zu tanzen, die Freiheit der Rede und Selbstdarstellung, um es zusammenzunehmen. Und sie wollen eine Identität aufbauen außerhalb der Erwartungen des iranischen Regimes. Aber diese junge Generation wird ihren Entwicklungsmöglichkeiten massiv ausgebremst. Durch Repression versucht die Regierung, ihre Hoffnungen wie frisches Gras zu zermalmen und mit starrem Beton zu übergießen, ihre Rufe mit dem Strick zu ersticken und ihnen diese Freiheiten zu verweigern. Die Regierung scheut sich dabei auch nicht, im Exil, ob in Europa oder in Nachbarländern, die Opposition im Würgriff zu nehmen. Und jetzt ist wichtig für die Erinnerung, dass schlimmer als das Leiden, das nicht gehört werden ist in diesem Kampf um Freiheit. Und deswegen möchte ich sozusagen die Erinnerung damit abschließend sagen, hören wir auf ihren Ruf,
vergessen wir und vergegenwärtigen wir uns das weiterhin und bleiben wir politisch informiert und hören wir ihren Ruf, Jin Jian Azadi.